Ja, ich will mich zunächst herzlich bedanken für den sehr fruchtbaren Austausch. Wir haben uns intensiv über die digitale Agenda unterhalten. Wir wollen die Zusammenarbeit vertiefen. Wir haben viel vor in den nächsten Jahren. Wir brauchen die schnelle Umsetzung von Digitalstrategien. Wir sehen, wie weit Litauen ist und wollen von Litauen auch lernen. Und umgekehrt haben wir vereinbart, dass wir uns auch eng abstimmen, um auch unsere Erfahrungen mitzuteilen. Wir brauchen Klarheit auf europäischer Ebene, einen Regulierungsrahmen, der es uns ermöglicht, digitale Dienste schnell auch in den Mitgliedstaaten umzusetzen. Wichtig ist, dass wir hier schnell vorankommen auf europäischer Ebene, weil wir ansonsten einen Flickenteppich haben. Wir haben auch gesehen, dass wir nicht nur in Deutschland Schwierigkeiten haben mit 16 Bundesländern, sondern hier gibt es eben ähnliche Schwierigkeiten mit der kommunalen Ebene. Und deswegen, je schneller wir europäische Vorgaben haben, umso klarer ist es, was genau an digitaler Umsetzung erforderlich ist. Okay, first of all, I would like to thank my colleague for this fruitful exchange that we had. We had an intense discussion on everything, on the digital agenda, and we want to further advance our cooperation. We have a lot that we're going to do and that we have to do in the next few years, and the sooner we implement our digital strategies, the better we are. Lithuania has progressed very much in this regard, and we can learn and we want to learn a lot from Lithuania in this respect. And we need to coordinate with Lithuania, and we want to coordinate very intensely concerning the digital agenda. We need clarity on a European level, on an EU level. We need a clear regulatory framework to further implement our digital strategies in the member states, because we cannot have a melting pot of different pieces that we somehow stitch together. We see how difficult that can be in Germany, because we have 16 federal states in Germany with different solutions, and that can be problematic. The same situation is here in Lithuania with several municipalities who have different regulations. So the sooner we have a regulation on EU level, the better we are. So we need a clear framework at EU level. Wir sind uns auch darüber einig, dass wir als Mitgliedstaaten klar formulieren müssen, was wir in den nächsten Jahren von europäischer Seite brauchen. Da gibt es sehr viele Dinge, die geklärt werden müssen. Wir haben gestern schon über die Transportketten gesprochen, Lieferketten, die künftig digital sein müssen. Da stellt sich die Frage, welche Standards gelten. Alles muss interoperabel sein in Europa. Wir wollen einen einheitlichen digitalen Binnenmarkt und brauchen deswegen eben auch einheitliche Standards. Die können nicht von den Mitgliedstaaten entwickelt werden, sondern sie müssen auf europäischer Ebene festgelegt werden. Und je schneller wir solche Standards haben, umso schneller können wir auch in die Umsetzung gehen. Wir wollen einen Club der innovativen Staaten haben, eine informelle Gruppe, die sich mit der Erarbeitung einer Agenda beschäftigt, um der Europäischen Kommission auch klare Hinweise zu geben, was genau wir in welchen Bereichen am dringendsten brauchen. Wichtig ist, dass wir die jetzt erforderlichen digitalen Lösungen in Kenntnis eines europäischen Regulierungsrahmens entwickeln können. We agree that we as member states need to show the way forward. We need to agree, we need to show what we need during the next few years at European level. So what we need here is we need to clarify what we need. And yesterday, for instance, we discussed on transport chains, and we had a discussion on delivery chains and how we need to digitalize them, how we need to standardize them, how we have to make them interoperable, because we need a digital solution to this. And we need to standardize that, because only if we do this on a European level, we can advance in this regard. we will introduce a club of innovative member states that would like to develop an agenda
to give clear indications to the European Commission how we would like to process and what we need at European level. And this is what is very important, so we can set already or declare our needs for a regulatory framework at European level. Ja, ich bin hierher gekommen, in die baltischen Staaten zu besuchen, um die Zusammenarbeit zu vertiefen. Natürlich insbesondere im Bereich des Digitalen. Wir wollen uns auch eng austauschen über Fragen der Cybersicherheit. Cyberangriffe haben seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine, seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine zugenommen. Und wir brauchen hier auch einen engen Austausch und wollen hier auch ganz viel voneinander lernen, wie wir mit solchen Angriffen umgehen. Cybersicherheit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, damit Digitalisierung auf Akzeptanz stößt und sich auch gut entwickeln kann. Und insofern bin ich sehr dankbar auch für diesen offenen Austausch zu diesen wichtigen Fragen. Ein wichtiges Thema, was uns beschäftigt hat, war auch die Umsetzung des Digital Services Acts, wo wir die gleichen Probleme identifizieren, nämlich die grundlegende Frage, was soll genau sanktioniert werden und wo sind eben die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten. Ich glaube, dass in so wichtigen Fragen, die auch unsere europäischen Werte betreffen, ein internationaler Austausch innerhalb der Europäischen Union sehr wichtig ist und auch von unserer Seite sehr vertieft gewünscht wird. Insofern waren die Gespräche hierüber auch von besonderer Bedeutung. I have come here to the Baltic States to further enhance our cooperation, especially when it comes to digital topics. We would like to further coordinate all concerning cybersecurity, because since the beginning of the Russian aggressive war on Ukraine, we have seen an increase of attacks on cyber infrastructure. And we would like to closely cooperate on this regard, and we need to cooperate on this field. And I think we can learn a lot from each other on how we have to deal and how we can deal with this situation. And I also believe that cybersecurity can increase the acceptance of the whole digital topic. Therefore, I was very grateful for this exchange on these important matters. Another topic that we discussed was the implementation of the Digital Services Act, which is also very important and which also represents us with many different challenges. We believe that we have to sanction certain aspects or to find a balance between sanctioning and the freedom of expression. So it is very important that we have an exchange on these topics within the European Union. And this is why I was very grateful that we had this important discussion during our talks on this topic. Vielen Dank.